Na und da sind wir wieder bei Outcast 1.1. Mein Name ist Jake Kloxen. Wir machen hier munter weiter im Darosham, im Darosham-Tempel. Kurz zur Info, ich hatte es angekündigt. Also ich war mal zwischendurch wieder zurück in Okriana, der Hauptstadt hier, und habe sowohl die HKP 12 als auch die USA auf Stufe 2 aufgewertet. Das ist die Maximalstufe. Einfach weil die USA macht Spaß und die HKP 12 braucht man definitiv, wenn bei der USA die Munition alle ist. Was mir zwischendurch fast passiert wäre. Gut. Macht auch direkt ein bisschen mehr Wumms, finde ich super. Dann wollen wir mal sehen. Also, Darosham, Darosham-Tempel, um uns mal auf den neuesten Stand zu bringen. Also hier soll noch ein bisschen was von dem Zeug drin sein, was wir brauchen. Und zwar die Bojats. Die Bojats, da brauchen wir nämlich 5 Stück davon. 2 haben wir schon, sowohl von Zafar, dem miesen, dreckigen Geldsackhändler, und Matiga aus Sorkatras. Und hinter der Flamme im Darosham sollen die anderen sein. Jetzt wussten wir noch nicht so richtig, wie wir hier weiterkommen, weil da waren wir selbst ein bisschen zu geizig, also ich zumindest, um dem Zafar noch mehr Geld in den Hals zu werfen, um auch an diese Informationen zu kommen. Wir haben nichtsdestotrotz an der Seite von dem versunkenen Tempel, vom Milea-Tempel, einen Hinweis gefunden, wie wir das Ganze hier machen sollen, und zwar Feuer zu Wasser, also Fee zu dem anderen. Wir machen das gleich mal. So, Feuer zu Wasser. Das ging daneben. Da ist der nächste. Und dann machen wir doch die Reihenfolge einfach mal weiter hier. Erde und Luft. Und da haben wir es. Die Low-Poly-Geier gucken einen komisch an. Die Flammen sind ausgegangen und wir können durch. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt mal speichern. Man weiß ja nie. Nicht? Wir erinnern uns alle an Indiana Jones. Und den letzten Kreuzzug, was solche Tempel hier angeht. Halt so, klick, flop, so. Da haben wir's. Deswegen, wollen wir nochmal sehen. Atmosphärische Anomalie. Da geht's nämlich schon wieder los, ne? Ich habe auch halbes Leben, das heißt, ich werde mal hier auf Nummer sicher gehen und noch ein bisschen was nehmen. Und dann wollen wir mal sehen. Es ist heiß hier drinne. Oh, und mein Leben geht runter. Alles klar. Dann werden wir mal ganz schnell hier gucken, was es hier zu sammeln gibt. Hier hört es wieder auf. Okay. Wir werden mal sehen. Das ist jetzt mir übrigens gerade ein bisschen zu laut auf den Ohren mit der Mucke hier. Bei euch kann ich es anpassen, bei mir noch nicht so. Oh, oh, oh. Da hat er auch schon gebrannt, der Cutter. 1, 2, 3 Pilze. Hier oben ist noch einer. Wir haben ja noch Medikits dabei, die wir zwischendurch einfach mal nehmen können. Ich will es natürlich damit aber auch nicht übertreiben. Uiuiui, Cutter, was ist los? Ups, und da sind wir wieder voll. Und können direkt weitermachen. Ja, so war das früher mit den Spielen. Wer Gothic kennt und Gothic liebt, da war es genauso. Einfach mitten im Kampf ein paar Medikits nehmen. Und dann geht das wieder. Geht's hier noch weiter? Gibt's hier noch was? Ich glaube nicht. Okay, dann sind wir hier auch durch. Und ich hoffe, wir haben alle Bojats, die wir brauchen. Meine Güte, spannend. Und ins Wasser. Oh. Hui, viel besser. So, wollen wir mal gucken, wie viele Bojats wir jetzt abgestaubt haben. Wir haben 5 Bojats. Oder Bojats. Da, somit haben wir... ich konsultiere wieder meine Zettel. Wir haben Urus Waffe. Wir haben die Dakerach oder sowas hieß das ja. Dagurach. Und wir haben die Bojats. Und jetzt müssen wir bloß noch zum Händler zurück, dass er uns die Muni machen kann. Meine Fresse. furchtbar aufregendes Puzzle hier. Jetzt haben wir auch schon so ein bisschen was von der Gegend hier kennengelernt. Dann werde ich auch mal zwischendurch mal eine Übersichtskarte einblenden, die ich mir so zusammengefriemelt habe. Jetzt hier gerade von der Gegend mal an sich, dass ihr auch mal ein bisschen Überblick bekommt, wo wir hier überhaupt alles gewesen sind. Und dann natürlich auch von der Stadt von den wichtigsten Leuten. Jetzt kündige ich das an.
Und ich hoffe, ich vergesse es nachher nicht einzublenden. Und da ist schon wieder eine Patrouille. Da können wir gleich mal die HKP 12 Nummer 1 testen, hier Waffe. Wenn sie gehen würde. Jetzt. Warum auch immer jetzt meine Nummerntasten nicht ging. Also HKP 12 Stufe 2. Wo rennt denn hier schon wieder hin? Ja, na, die hauen rein. Drei Schuss. Das sind doch mindestens... Ist doch mindestens ein halbes Magazin weniger hier, was ich jetzt hier verbrauche pro einfachem Wächter, so wie es aussieht. Also die in Gelb, das sind ja die mit der geringen Rüstung. Wir hatten ja jetzt... Stirb. Wir hatten ja zwischendurch schon welche mit einer schwarzen Rüstung. Die haben ein bisschen mehr ausgehalten. Kannst du jetzt bitte verrecken? Danke. Und jetzt hat er auch nichts. Na toll. Ja, wir hatten schon zwischendurch welche mit ein bisschen mehr Rüstung. Die haben echt was ausgehalten. Die Spinner. Gut, der Händler war am Dock. Nicht der Händler, der Hersteller hier. Liegt hier noch ein Schlüssel rum? Wo liegt der Schlüssel rum? Was habe ich nicht hingeguckt? Wo Schlüssel geordnet? Liebe Inventar, bitte, liebe Interface Bärbel, wo ist der Schlüssel? Das ist nicht das, was ich wollte, aber das nehme ich natürlich gerne auf mit. Wo liegt hier ein Schlüssel? Sorry, das lenkt mich jetzt mal wieder total ab hier. Nein. Wo ist hier ein Schlüssel? Drauf geschissen. Drauf geschissen, ich will ja weiterkommen hier. Meine Güte. Da bin ich wieder falsch rumgelaufen, ne? Bin ich schön noch eine Runde um die Stadt rum hier. Anstatt den richtigen Weg andersrum zu nehmen. Ja, und inzwischen habe ich mir auch Outcast Second Contact geholt. Und ich freue mich tierisch drauf. Ich habe nur Bilder gesehen und ein kleines Trailer-Videochen. Und das war's dann auch schon. Ich bin echt auf die Änderungen gespannt. Ich bin total. Und ich will trotzdem erstmal den 1.1 hier durchzocken. Das ist voll gemein. Das ist voll gemein. Jetzt liegt das in meiner Steam-Bibliothek rum und wartet auf mich. Nee, du warst das mit dem Sword. An wen war denn das jetzt? Ach nee, das war wirklich bloß das war wirklich der Händler, ne? Das war nicht der andere Händler hier. Meine Güte. Und der war auf der anderen Seite. Stabile organische Energie geordnet. Ach na gut, dann können wir das auch noch gleich mitnehmen hier. Tag, ich nehme mir mal dein Zeug mit hier. Das ist total toll von dir, dass du das für mich gesammelt hast. Schönen Tag. Stabile organische Energie geordnet. Also ich bin ja froh, dass das Materialgedöns für die Munition, die man sich ja herstellen kann, nachwächst. Aber dass du immer bloß so 6 Magazine herstellen kannst, das ist doch kacke. Und dass das dann immer noch dauert. Jetzt rede ich davon und gehe direkt zu ihm rein, aber das wollte ich ja gar nicht. So, was ist denn jetzt mit dir hier? Du warst das mit der Muni, nicht wahr? Du bist der falsche Händler. Ist das der falsche Händler? Tatsache. Da ist er, da winkt er auch schon. Dann irrst du hier von eben zum anderen. So, ja, Flamme löschen hatten wir ja schon. Versunkener Tempel hatten wir auch schon. Jetzt gucke ich doch mal ins Dingens. Oh, Kasanka. Zähle wird alles an Zord kaufen, das kennen wir ja schon. Für 5 Munitionspäckchen benötigen wir Dingsbums. Ja, schön. Jetzt haben wir das Herstellungsgedöns, also die Materialien, Boyard 5 Dagurach. Und wo machen wir jetzt die 5 Munitionspäckchen? Oder will er das einfach so haben? Ich werde mal ein bisschen rumgucken und das dann auch rausschneiden. Hier dich selbst.
Lass uns bitte zu Orus in... Wie du willst. Denk nur daran, dass du nah beim Boot bleiben musst, wenn du ins Wasser fallen sollst. Erzählst du mir da was? Ernsthaft nicht? Meine Güte. Dann kann ich ja was erzählen. Okay, ich fahre jetzt mal versuchsweise zu Oro raus. Ich habe jetzt zwar für die Munition beide Zutaten, aber sowohl der mir gesagt hat, wo es Boja gibt, als auch der, wo ich über Oros Waffenmunition Infos kriege, beide haben nichts weiter zu erzählen. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, ich habe alles und jetzt geht's dahin zurück hier. Tschüss. Oh, sorry. Alles klar, wartet auf mich, ne? Schön. Na gut. Dann halt auf zu Oro. Ja. Das Ganze natürlich, um an das Mon von Okazanka ranzukommen, was sich auf der Gorgor-Insel befinden soll, die hier nördlich zu sehen ist. Warte mal. In der Richtung oben jetzt. Also das große Stück Land da. Das ist die Gorgor-Insel, da waren wir noch nicht. Und da will ich auch ohne Oro eigentlich nicht hin. Obwohl ich ja fast bezweifle, dass der mir da irgendwie helfen kann gegen den Gorgor. Und in der Richtung war es wirklich bestimmt eine gute Idee, die Waffen vorher auch aufzurüsten. So, wo wir gerade hier sind, da können wir auch direkt alles abschnabulieren, was hier noch so rumliegt. Ja, hallo Oro, da liegt immer noch Dynamit unterm Tisch. Jetzt nicht mehr. Hallo Oro. Oh, Zeug. Und ein Schlüssel. So, wollen wir mal sehen. Hast du mal eine Sekunde? Wegen der Sachen, die du haben wolltest. Mhm. Ja? Hier sind sie. Sachen gepackt und fertig zum Aufbruch. Oh, endlich! Mein Schicksal nimmt seinen Lauf. Also los, gehen wir! Auf denn nun also. Oh Gott. Ich hätte gern vorher vielleicht doch noch gespeichert. Aber... Oh, mit Zwischensequenzer. Wenn er jetzt sagt, wie packen diese Bojat und Daguerach auf so einen Gorgor? Ruhe bitte! Ich muss mein Phantasma konzentrieren. Mhm. Okay. Schon gut. Warum ist denn die Karte noch eingeblendet? Aber naja, ist ja auch mal schön. Wie weit ist es denn bis zur Insel? Willst du hier aussteigen? Nein, nein, aber wie lange wird es noch dauern? Ah, du freust dich auf die Jagd, stimmt's? Hm. Nein, ich interessiere mich nicht für deinen Gorgor, Oro. Ich muss nur das Mon holen. Oh, das ist wichtig, nicht wahr? Sehr. Wie der Tod des Gorgors für mich. Wir alle haben unsere Bestimmung. Verflixt, wie lange dauert diese Fahrt denn noch? Wieso, Ulukai? Hast du Angst vor Booten? Hey, ich bin ein US Navy SEAL. Es gibt nichts, was mich auf dem Wasser schocken kann. Dann könntest du vielleicht auch ruhig sein, während ich mich auf den Kampf vorbereite. Was hat dir das Tier getan, dass du so aufgebracht bist? Na, du verstehst nichts von der Bestimmung eines Feejägers. Dieser Gorgor hat den letzten Kampf gewonnen und mich fast umgekehrt. Aber eben nur fast. Du solltest doch froh sein, dass du noch lebst. Nein, ich habe versagt. Ein Jäger, der von einem Tier besiegt und nicht umgekehrt wurde, ist kein ebenbürtiger Gegner für das Tier gewesen. Aha. Dieser Gorgor fürchtete mich nicht und ließ mich am Leben. Das ist nur ein Tier, Oro. Es kann nicht denken, es handelt einfach. Vielleicht hat er keinen Hunger gehabt. Dieser Gorgor ist anders. Er ist schlau. Du wirst schon sehen. Ich habe schon zu lange für diesen Mond gebetet und er weiß, dass ich wiederkomme, um ihm Respekt beizubringen. Indem du ihn tötest? Du hast komische Ideen, Oro. Warte nur ab. Warte einfach ab. Ich bin sehr gespannt. Ich sehe einen gelben Punkt auf der Karte schon mal.
Na los, Uru, gehen wir. Hey, hey, was machst du da? Na klar. Verdammt, Uru, warum machst du denn den Quatsch? Ich werde die Insel erst dann verlassen, wenn der Gorgor besiegt ist. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wie sollen wir denn jetzt von hier wieder wegkommen? Darüber können wir uns Gedanken machen, wenn ich mein Schicksal erfüllt habe. Da ist er, ich sehe ihn. Sekunde mal. Verdammt. Was stimmt mit dir nicht? Der Gorgor! Der Gorgor ist doch nur ein dummes Tier. Wegen eines blöden Viehs hast du uns hier auf der Insel stranden lassen, du verrückter Idiot. Du winselst wie ein Tornhaar. Irgendjemand wird uns schon suchen. Sie werden wissen wollen, was das für ein Lärm war. Ach ja? Und weil das so sicher ist, musst du gleich mein Leben riskieren, Uru? Ich habe hier etwas zu erledigen und du bist vielleicht gerade dabei, es zu vermasseln. Du willst dieses Mon wirklich unbedingt haben, oder? Es befindet sich auf der kleinen Insel nordöstlich von hier. Aber du wirst sie nicht erreichen. Wie meinst du das? Ist das eine Drohung? In dem Wasser zwischen dieser Insel hier und der, auf dem sich das Mon befindet, gibt es Sanekta. Das einzige Wesen, das hinübergelangen kann, ohne umgekehrt zu werden, ist der Gorgor. Die Sanekta fürchten ihn und fliehen, wenn sie seinen Atem im Wasser riechen. Oru, du machst mich noch wahnsinnig. Du hast mir versprochen, mich zum Mon zu bringen. Hör schon auf zu jammern! Wenn ich den Gorgor erst umgekehrt und mein Schicksal erfüllt habe, brauchst du dich nur neben ihn zu stellen, um wie er zu riechen. Halt die Klappe, alter Tatagreis, dass ich darauf reingefallen bin. Ich werde dieses Mon holen und dann von diesem verdammten Felsen verschwinden. Fürchtest du den Gorgor? Oh, das solltest du. Er ist sehr gefährlich. Ja, ja, ich glaube, er ist direkt hinter ihm. Er ist groß wie ein Haus, springt mit einem Sprung über einen ganzen Berg, bla bla bla. Höheres Wesen, hoppa! Vielmehr ängstliches Wesen. Der würde doch schon umgekehrt, wenn er den Gorgor nur sieht. Wie zum Teufel komme ich dahin? Genau, hier drin. Verdammt, Oru, jetzt sag schon. Hä? Was hast du gesagt, Ulukai? Heilige Scheiße, Oru, hinter dir. Na toll. Ach Gott. Nein, du Idiot! Ich habe irgendwas eingesammelt. Ah, und jetzt renne ich. Ich habe Orus Waffe. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Ah, Gottes Willen. Ich hätte. Oh Gott. Hat er mich? Jetzt hat er mich. Na toll. Ja, kannst du mich bitte loslassen? Huch, ich sehe nichts. Hat er mich gekitzelt? Oh mein Gott. Was mache ich mit dem? Schön, dass man vor der Zwischensequenz hätte speichern sollen. Naja. Wir testen das. Ach Gott. Ich spule das mal vor, wa? Huch, na toll. Huch. Ja, und da sind wir auch schon wieder auf Orus Insel. Und ich werde auch gleich speichern. Viele Informationen zu verdauen hier. Und natürlich auch der schnelle Tod von Cataslate. Schnelle, unerwartet rabiate Tod, muss ich sagen. Das ist ja ein One-Kill-Wonder quasi. Beziehungsweise ein One-Hit-Wonder. Dieser Gorgor. Ja, also wirklich mit Ausweichen hat das nicht, der Cutter. Das ist ein bisschen das Problem dran, ne? Und der geht ja auch sofort ab wie die Luzi. Der haushohe Gorgor. So, wie gesagt. Wir speichern mal hier. Wir wollen das ja alles nicht zu oft wiederholen. Ist natürlich trotzdem blöd, dass die Zwischensequenz dazwischen hängt, ne? Kann man die abbrechen? Ich gehe stark davon aus, aber man hätte ruhig da so ein bisschen noch von wegen zumindest Ankommen auf der Insel machen können.
Noch mehr Scheiße zum Einsammeln. Ich speichere direkt nochmal. Ich habe gesagt, ich speichere direkt nochmal. Und das meinte ich eigentlich auch so. Ja, das hast du von einem Blind Let's Play. Oder teilweise Blind Let's Play. Da ist mehr Rumgefriemel mit drin. Mal gucken. Was ist eigentlich ein Gorgor? Der ganze gebündelte Hass von Adelpha in Person. Klingt nach einem... Unterschätze es! Und dieses Monster wird dein Phantasma verschlingen. Ich... Wie gefährlich... Ich habe einen Gorgor umgekehrt, Ulukai. Der, der mir die Narbe... Wie hast du den... Bevor Feran und Kroax an die Macht kamen, war ich ein Mitglied der Wächter. Ich lernte mein Fee-Phantasma zu meinem und dem Schutz der anderen einzusetzen. Zusammen mit Kyuran, meinem... Deinem was? Er ist nichts. Du verschwendest deine Zeit, mich über die Bestie auszuhorchen. Du wirst ihn schon bald mit deinen eigenen Augen sehen, wenn du mir endlich meine Sachen bringst. Eigentlich dachte ich ja, er gibt mir vielleicht nützliche Infos bezüglich, wie man den tötet. Aber nö, hat nur alte Kamellen auf Lager. Erzähl mir mehr über Kyuran. Oh, er ist ein sehr egoistischer Talaner. Als Feran die Herrschaft über Adelpha übernahm, floh er und versteckte sich wie ein feiges Twonha. Er scheint noch immer irgendwo auf Adelpha sein Glück zu suchen. Er hatte also Angst. Kyuran? Er fürchtet nur die Arbeit. Als Kroax anfing, die Talaner zu zwingen, für Feran zu arbeiten, suchte Kyuran schnell das Weite, damit er nicht auch arbeiten musste. Er ist also ein bisschen faul. Nein, er arbeitet sehr hart daran, nicht arbeiten zu müssen. Das macht doch keinen Sinn. Er sucht nach einem einfachen und schnellen Weg, viele Zorkins zu verdienen. Er spielt um Zorkins, verkauft Artefakte und betrügt andere Talaner um ihre Zorkins. Er gibt sich dabei allergrößte Mühe und arbeitet so fast noch härter als die anderen Talaner, die für Feran schuften. Solche Typen kenne ich gut. Wenn du Kyuran jemals treffen solltest, pass auf deine Zorkins auf. Er riecht sie Meilen gegen den Wind. Zugriff auf Notepad erfolgt. Auf Kyuran aufpassen. Und schon vergessen. Na gut. Gut, das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Wegen der Sachen, die du haben wolltest. Ja? Hier ist... Ja, ja. Das kennen wir ja schon. Oh, so, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir das jetzt überspringen können. Ungefähr so. Gut, ach, da ist er. Hat er uns jetzt schon gesehen und bringt uns Orus Waffe was? Habe ich die jetzt irgendwo? Hier ist er. Oh Gott. Oh. Ist er tot? Ist er tot? Das wäre ja erstaunlich schnell gegangen jetzt. Hier liegt Kot rum. Voll Teufel. Ah. Na, großartig. Jetzt stinke ich wie dieser Gorgor. Oh mein Gott, das ging jetzt überraschend schnell und effizient. Tja, Oru. Was willst du denn dazu sagen? Und den hat er nicht beim ersten Mal besiegt gekriegt. Das ist ja interessant. Ich werde mal eine Runde über die Insel stratzen, um den ganzen Mist hier aufzusammeln. Das Wassergeblubber im Surround-Sound macht mich noch manchmal richtig fertig. Hat der Gestank eine Halbwertzeit? Oder bleibt der jetzt, bis ich im Wasser bin? Jede Menge Kot. Wäre mal gespannt, was der bringt. Also, wir können ja den an Zähle verkaufen. Ich bin aber gespannt, was der kostet bei ihm. Och, ein Haufen Kacke. Meine Güte, jede Menge Kacke. Gut. So, einfach mal kräftig abgelootet hier.
Und da wollen wir mal sehen, die kleine Insel. Also wir haben jetzt lustigerweise zwei kleine Inseln. Drei kleine Inseln hier ringsrum. Ist ja interessant. Obwohl, so klein sind ja manche gar nicht. Ich nehme einfach mal die hier vorne als erstes dran. Und gucke auch mal. Die eine von denen, da muss noch ein Daoka drauf sein. Lustigerweise. Ich schwimme mal darüber. Ich bin ja jetzt mit dem Gestank eingestunken. Und das sieht gut aus. Ich sehe das Mon schon von hier. Hau ab. Ich stinke. Oh, jetzt stinke ich nicht mehr. Ist ja ekelhaft. Jetzt stinke ich nicht mehr. Wie komme ich denn da zurück? Ich speichere mal und dann gucken wir uns erstmal hier an, wie wir das Mon finden. Mal lieber einen anderen Speicherstand. Man weiß ja nie. Slip 2 sollte eigentlich LP2 heißen. Naja, ist egal. Ja? Oh! Ein Boot wird kommen. Ich hätte mich aber trotzdem noch ein bisschen gerne auf den anderen zwei Inseln da oben gesehen. Ich will noch nicht zurück. Danke. Ja, na super. Ich fürchte, ich habe ein paar schlechte Neuigkeiten. Welche, Ulukai? Oro hat es nicht geschafft. Dieser Gorgor hat ihn erwischt. Er wurde von dem Gorgor umgekehrt? Oh, sein Phantasma muss wieder erwacht sein. Der freut sich auch noch. Du findest das gut? Du musst die Jäger verstehen, damit du weißt, wieso ich mich für Oro freue, Ulukai. Mhm. Hast du das Mon gefunden? Aber klar. Dann bist du dem Sieg über Feran näher gekommen. Khazars Worte werden wahr. Armer Oro, langsam aber sicher wuchs mir der alte Kauz ans Herz. Oh. Meine Güte. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Da hatte ich gerade einen dezenten Auflösungsausfall hier. Warte mal. Hätte jetzt eine Videosequenz kommen sollen? Weiß ich nicht. Interessant. Sehr interessant. Warum auch immer jetzt hier die Auflösung gewechselt wurde und jetzt bin ich wieder hier. Das verstehe ich nicht. Stimmt, siehst du, ich bin jetzt wieder hier. Was soll das? Fragen über Fragen. Wir klären das. Und da drüben ist das da Oka, okay. Ja, munter weiter. Ich lade mal den Speicherstand von nach dem Gorgor getötet. Ja, genau. Schön, dass wir es nochmal sehen dürfen. Schön, dass wir es nochmal sehen dürfen. Ihr seid die ganzen Blödsinn auch nicht eingesammelt. Meine Fresse. Hä? Okay, ja, falls ihr das seht, warum auch immer, der Leuchtturm scheint aktiv zu sein. Hä? Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Also ich renne jetzt hier gerade nochmal rum, weil ich natürlich wieder alles einsammeln muss. Heute scheint Tag der Wiederholung zu sein. Muss ich mir sowieso mal aufschreiben hier. Mann, Mann, Mann. Warum ist denn jetzt... Wie sieht es denn jetzt mit den Aufgaben aus? Hier ist auch immer noch aktiv der Guarach-Wechsel auf der Insel westlich von Oros Haus. Na toll.
Helidium, bla bla bla, Persona Tempel. Verstehe ich nicht. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Ist ja sehr unerfreulich. Ja, Tag der Wiederholung an sich heute, so wie es aussieht. Wir wissen jetzt, dass die Insel jetzt hier auf der Karte, nördlich gesehen quasi, dass da das Mon rumliegt. Und dass wir direkt danach wieder zurückkommen. Das will ich aber noch nicht, weil hier sind ja, wie gesagt, noch zwei andere Inseln. Warum gehe ich denn eigentlich immer in eine andere Richtung? Lass mich zu sehr ablenken hier. Weil auf der Insel ist noch ein Daoka. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob ich da hinkommen kann, ohne gefressen zu werden. Gott sei Dank habe ich gespeichert, jetzt nach dem ganzen eingesammelten Gedöns. Ach nee, das ist Daoka da hinten in der Kaserne. Ach nee, da ist es, alles klar. Meine Güte, ich dachte schon. Ja. Na, Muschel, die muss ich mitnehmen. Weil Muscheln sind Teil der USA-Munition. So. Jetzt sind wir hier. Ah. Alles klar. Hier sind Minenwege. Kackeminen. Kackeminenpfade, wo die Fische nicht hinkommen. Also hier kommt man auch so hin. Das ist ja interessant. Und wo geht's denn hier hin? Hier geht's nach Achaye. Mit dem Baum. Warte. Wo ist denn unsere Karte? Mit dem Baum. Das ist Okar. Es ist das alte Land. Oh mein Gott. Das müssen wir uns unbedingt später vornehmen. Denn wir müssen jetzt leider wieder laden. Und zwar werde ich... Ja, wir sind ja schon beim Mon angekommen. Das heißt... Interessant. Interessant. Das heißt, ja, wir schnappen uns das Mon und hoffen dann, dass wir nicht wieder zurückgesetzt werden. Zuvor dem Mon. Interessante Kiste, das Ganze hier. So, die Zwischensequenz kennen wir. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt bleiben wir auch hier. Sehr gut. Das heißt, ich speichere jetzt nochmal. Speichern, habe ich gesagt. Das ist alles so verwirrend. Das ist so ein Zeitschleifen-Geschüsse hier. Das ist ganz furchtbar.